Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Fjordor. Ich habe jetzt diese Episode mal vor, schon mal so anfangen umzuziehen. Also, hatte ja gesagt gehabt, wo ich gerne meine Base haben möchte. Meine Sache im Club. So. Und ja, ich würde jetzt halt anfangen, halt schon mal so ein bisschen aufzubauen, dann nach und nach ein bisschen rüber zu bringen. Ich bin halt mal gespannt, ob ich da jetzt eine oder ja, die Fundamente brauche, um was da aufzubauen, oder ob das so geht. Das weiß ich jetzt halt gerade nicht. Oh, hallo Thierry. Level 20. Das da sieht aus wie eine Höhle. Das hinten. War. Oh, 130. Also man überlegen halt vorher oder bevor ich halt umziehe, erstmal mir einen Transport hin zu ziehen. Entweder ein Agatavis. War sogar ein Überlegen, schon einen Rex zu ziehen. Aber ich mache das jetzt halt ein bisschen nach und nach. Und ja, versucht er jetzt halt so ein bisschen hin und her zu oder da ein bisschen aufzubauen. Dann allzu viel Sache habe ich da ja noch nicht. Selber tust du viel mir verfolgt. Und jetzt nochmal Alu damit, weil. Ja, kann man auch machen. Naja, aber das sieht so geil aus hier. War hier unten nicht auch irgendwo noch ein Dorf? Nee. Na toll. Das hier habe ich gerade für Dächer gehalten von da hinten. Ach, cool, gleich. Meine Meinung, hier war auch noch ein Dorf hinter mir. Na gut. Was ich auf jeden Fall später machen wird, ist, fragt sich nur, ob das geht, dann Dino-Tour reinzupacken. Und ich werde hier, ist ja schon Gamma 3. Jeden Fall ausleuchten müssen. So, ihn habe ich natürlich auch mit dabei. Hier waren ja. Ach, hier sind sogar Onyxe. Okay. Machen doch verhältnismäßig viel Schaden. Ey, wo sind...
Ich habe gar keine Munition mehr dafür. Gut. Wir sehen jetzt eigentlich gerade aus oder nicht? Oder kommen die hier generell nicht raus? Nicht, dass es das einmal hier vorne kann ich hier vorne. Kann ich so hier hinstellen? Geil. Soll. Ich brauche noch nicht. Noch nicht mal Fundamente oder so, was zu machen. Das ist geil. Na gut, dann. Ja, stimmt, das Haus im Brüder rechts. Ich glaube, das sagt, dass man hier halt bauen könnte. Gut. Aber Materialien habe ich jetzt sowieso nicht mit. Also zumindest nicht noch mehr. Würde mal sagen, dann der hat geile Farben. Der wird 130. Der hat geile Farben. Gut, ich muss sowieso erstmal gucken. Okay, da ist ein Raptor. Theoretisch sogar mehrere, weil der hat den Eiferbonus. Hey, wo sind denn die anderen? Ach da! Denkt den Baum fest. Gut. Ich bin gerade so ein bisschen am Plan, wie ich das hier jetzt halt aufbaue. Ich glaube nicht, dass hier eine Industrieforge mit rein kann. Das wird aber ein sehr weiter Weg, wenn ich dich hier reinstelle. Wobei, dann kann ich hier. Ich glaube, ich mache
hier unten, sozusagen Industriegebiet. Also mit Industrieforge, Chemical Bench, Fabrikator, Zerkleinerer. Werkbank kommt dann noch hier unten mit rein. Und oben. Hier oben kommt dann sozusagen mein Wohnbereich rein. Mit Betten, Lagersystem, Küche. Denk mal, so werde ich es machen. Das heißt, dich hätte ich eigentlich noch gar nicht platzieren brauchen. Wie ätzend. Na gut, dich lasse ich. Doch, dich lasse ich erstmal da. Mit den Sachen. Dann werde ich erstmal ein bisschen Holz. Ja, sozusagen ein paar Materialien ein bisschen sammeln und. Ja, dann halt ein bisschen ausbauen. Die hätten noch sehr viel mehr. Okay. Übel, dass ich noch das zweite mitgenommen habe. Die hat noch mehr ausgehalten, als ich gedacht habe. Da brauche ich jetzt halt noch ein bisschen Fasern. Bin halt gerade am Überlegen, soll ich halt mir gleich schon mal einen Rex oder so? Kann ich Rex eigentlich schon weiten? Nö. No. Kann ich nicht. Okay, das heißt, mit Rex hat sich erledigt. Wäre auf jeden Fall ein kämpfendes Tier, was stärker ist als ein Raptor. Was keine Rudelbonus braucht. Tendenz hier bei den Sachen, die ich halt schon reiten könnte, wäre es dann an sich. Nur Sabertooth könnte ich nehmen. Macht mir. Wobei ist das stärker als ein Raptor? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und ich muss dann gleich einmal die ganzen Sättel durchgucken. Kabonimus 140 und Raptor 130. Okay. Oh, da ist noch eine Rune.
Hallo. Oh. Habe ich schon mal wieder ein bisschen mehr Keratin. Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt eigentlich nur weiter die ganzen Lebensmittel kann ich da hier schon mal reinpacken, einfach erstmal nur um, damit sie langsam mal verfallen. Und hier eigentlich. Hier. Gut. Wieso kann man hier nicht mit E trinken? Es geht irgendwie immer nur an ganz bestimmten Stellen. Naja. Warte mal. Da. Habe ich genügend? Nein. Mir fehlt noch Stein. Aber schön ist, jetzt brauche ich mir halt nicht um das Außendesign halt Gedanken zu machen. Hast du da noch irgendwas drin? Ja, nichts Wichtiges. Aber damit tue ich mich ja irgendwie immer sehr schwer. Ich muss ja nur überlegen, wie ich das halt dekoriere. Gut. Das heißt, so. So. Den einen packe ich jetzt schon mal hier nach unten. Gut.
sehr viel mehr Material, ne? Was brauche ich dann? Habe ich eigentlich auch alles. So. Dabei. Mach mir einfach mal drei Stück. Gut, damit habe ich jetzt drei Betten, das heißt, ich kann mich sehr häufig wieder beleben. Wenn ich mal wieder so eine Phase habe, wo ich sehr viel sterbe. Gut. Und Schränke. Holzfaser und Strom. Wie viel kann ich machen? 10 Stück. Gut. Weil doch, ja, mache ich gleich alle 10. Stelle ich dann gleich erstmal auf und dann gucke ich halt, was ich halt brauche. Oder wofür ich die dann halt gebrauche. Gut, das packe ich dann hier hin. Wobei ich das, glaube ich, später auch mit Tresoren machen werde, weil da einfach mehr reinpasst. Gut, so. Ich glaube, hier werde ich die Artefakte hinpacken. Da drauf. Ich hoffe, das passt. Brauche ich denn noch hier? Okay, da mache ich so Schmerz. Wo? Weil die kommen mit unten. Eigentlich generell sehr riesig hier drin, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf.
Boah, hier ist eh die einzige Stelle, wo ein Industrieforschung rein kann. Also, war ich gerade am Überlegen, nochmal umzustrukturieren, aber ich wüsste halt nicht, wo ich dann halt die. Schade. Ist da irgendwas drin oder nicht? Ne, einfach nur Steine. Schade. Bist du jetzt da, bist du? Du einmal. Und jetzt sage ich nicht, ich habe dich noch nicht gelernt. Ne, habe ich noch nicht gelernt. Kochtopf. Das kommt dann hier so in den Bereich hin. Dann kommen hier halt noch Kühlschränke. Oh, kann ich halt erstmal mit Räucherkammern machen. Mir fehlt Holz. Gut. Aber ich merke auch gerade, dass die Episode auch schon wieder etwas fortgeschritten ist. Dementsprechend beende ich hier jetzt einmal die Episode und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.